Deutschen Bundestag, parlamentarischer Geschäftsführer in der Landesgruppe der CSU in Berlin, dann parlamentarischer Staatssekretär unter Schäuble im Finanzministerium, dann natürlich Vorsitzender, mittlerweile Co-Vorsitzender des Deutsch-Koreanischen Forums, immer noch im Beratungsgremium des Deutsch-Koreanischen Forums im Deutschen Bundestag. Und natürlich nicht zu vergessen, seit 2014 ist er zuständig für die Bundesregierung, für Aussiedlerfragen und für Minderheiten in Deutschland. Also Sie merken schon, viele tolle Ämter, er hat viel erreicht, da werden wir einiges hören. Aber das Schöne ist, dass uns ja als Freund und als Mensch erhalten bleibt und vielleicht jetzt recht häufiger Zeit hat, mit uns zum Allerfest nach Forchheim zu fahren, oder? So, ach, das war's jetzt nicht. Warte, warte. Raus ist raus. So, also Sie merken schon, viele nette Menschen hier, gute Freunde, außer Seehofer, der ist leider nicht, aber ansonsten nur Freunde, ne? Aber. So, und die offizielle Begrüßungsrede, das ist ja sozusagen die Abschiedsfeier der Kreisverbände Bayreuth-Land, Bayreuth-Stadt und Forchheim. Die Begrüßungsrede kommt jetzt von einer Frau, die mich beim Funrun mal überholt hat. Das werde ich nie verzeihen. Eine Marathonfrau sozusagen, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CSU im Landtag und natürlich Landtagsabgeordnete der Union, hier unsere Bayreuther Landtagsabgeordnete der CSU. Mit Applaus für Gudrun Brendel-Fischer. Bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, sehr schön, dass Sie heute da sind. Wir freuen uns, einen so gut gefüllten Saal hier heute zu erleben. Und mein Kollege Michael, die beiden Michaels, Kollege Dr. Michael Hohl vom Kreisverband Bayreuth-Stadt und der Kollege Michael Hofmann aus dem Forchheimer Kreisverband, der noch eintreffen wird. Wir drei begrüßen Sie recht herzlich und freuen uns, dass Sie heute Abend dabei sind. Für uns ist das keine traurige Abschiedsfeier, um Gottes Willen, ja? Sondern wir wissen ja, dass wir weiterhin mit Hartmut Koschig einen engen Kontakt pflegen werden. Da musst du dich darauf einstellen, lieber Hartmut, du kannst uns nicht entkommen. Die große Familie der CSU hier in den Kreisverbänden Stadt, Land, Bayreuth und Forchheim wird dich nicht in Ruhe lassen und vor allem auch die vielen, vielen Menschen, die in den Verbänden, in den Unternehmen, im vorpolitischen Raum, wie es immer so schön heißt, natürlich auch die Kommunalpolitik, wissen, was sie an dir hatten und die wissen auch, was sie weiterhin an dir haben werden, weil du uns natürlich ein sehr wertvoller Ratgeber weiterhin bleiben wirst. Wir freuen uns also zunächst mal, dass Hartmut Koschig heute bei uns ist mit seiner Frau Gudrun. Wunderbar. Also, Gudrun, Ladies first, in deinen Augen, was war das Schöne, ihr seid auch Weggefährten über viele Jahre gewesen, die Zusammenarbeit, die Freundschaft, was bedeutet dir diese Zeit? Also sehr viel und ist ja noch nicht zu Ende die Zeit, das habe ich ja vorhin schon betont. Also Hartmut Koschig ist ein ganz, ganz kooperativer Mensch, auch uns Frauen gegenüber. In der CSU war er immer sehr offen und aufgeschlossen. Ich bin bescheuert in der CSU, oder was? Wir konnten also alle uns entwickeln und konnten was werden, ja. Und er hat als Kreisvorsitzender und auch als Bezirksvorstandsmitglied im Übrigen das immer begleitet. Ich habe heute Nachmittag mit der Melanie Hummel drüber gesprochen. Der Hartmut hatte damals die Idee, dass man die Melanie auch für den Landtag kandidieren lassen könnte, ne? Was ihr also einen ganz tollen Karriereschub gegeben hat. Und was bei mir auch immer noch in Erinnerung ist, er war ja stellvertretender CSU-Bezirksvorsitzender vor längeren Jahren schon. Und ich wurde damals von Dr. Georg von Waldfels angesprochen, ob ich auch kandidieren würde als Stellvertreterin. Jeder andere hätte gesagt, na um Gottes Willen, aus dem gleichen Kreisverband jetzt auch noch wieder, ja, das möchte ich nicht, der hat mir so noch freilich dritzen mit an. Ja. Also von daher immer offen, ohne Sorge, dass es ihm irgendwie Schaden zufügen könnte, wenn da irgendjemand weiteres noch auftaucht. Und das zeichnet ihn sehr stark aus. Ich finde es auch noch nicht ausgehen. So, Herr Hofmann, unter Koschigs Freunden dürfen wir gut sagen. Ja, Michael, okay. Michael, was bleibt bei dir hängen?
in der politischen Zusammenarbeit, in der freundschaftlichen politischen Zusammenarbeit mit Hartmut. Also zunächst einmal die unglaubliche Fachkompetenz, die man mit sich gebracht hat. Den Hartmut konnte man zu den schwierigsten Dingen fragen. Es war auch beruhigend, dass er dann, wenn es mal tatsächlich ein Thema gegeben hat, bei dem man gesagt hat, brauche ich gerade, dann hat es aber auch nicht lange gedauert, dann war es halt 2-3 Tage später. Was für mich wiederum die Sicherheit gegeben hat, da hat man gesagt, nur dann etwas, wenn er auch wirklich was dazu weiß. Und das ist in der Politik nicht selbstverständlich. Und das ist ein ganz großer Punkt für Hartmut. Was mir in der Zusammenarbeit aber ebenso hängen geblieben ist, der Hartmut ist immer auf dem Boden geblieben und er hat sich mit jedem unterhalten können. Also in der Fränkischen Schweiz, sich an den Wirtschaftstisch gesetzt und sowohl, ich sage es jetzt einmal plakativ, mit der 85-jährigen Oma hat sich genauso unterhalten können wie mit den 17-jährigen. Was besonders schön war, viele Veranstaltungen mündeten dann in einen ausführenden Gesang, auch in einen guten im Übrigen. Und das bleibt tatsächlich von dem, was Hartmut in den letzten Jahren geleistet hat, mir ganz stark im Gedächtnis. Stichwort Gesang, da gab es die legendären Black Boys dazu später auch noch. Dr. Michael Kohl, lieber Michael. Was bleibt bei dir hängen? Du warst Oberbürgermeister der Stadt Bayreuth. Werde ich auch hoffentlich bald wieder. Er war Bundestagsabgeordneter zu der Zeit auch schon in der CSU-Landesgruppe, oder? Nee, es war, glaube ich, unter Dr. Peter Landauer. Wie war die Zusammenarbeit, die freundschaftliche Zusammenarbeit? Was bleibt da hängen? Wie war es für dich? Lieber Christian, liebe Freunde, vorangeschickt sei, dass der Hartmut eigentlich schuld daran ist, dass ich als Quereinsteiger in die Politik gegangen bin und dass ich mich für das OB-Amt in Bayreuth beworben habe, zusammen mit Klaus Günther-Diedl. Es ging los mit einer Kandidatur für den Bezirksrat, für den Bezirkstag. Da haben wir das mal angetestet, ob ich ankomme bei den Menschen und dann 2006 die OB war. Also der Hartmut ist eigentlich mein politischer Entdecker, muss man sagen. In der politischen Familie. Da hinten sitzt noch ein anderer, das ist der Manfred Häusler, der sozusagen außerhalb der politischen Familie mein politischer Entdecker ist. So, und jetzt, was hat sich eingeprägt in der Zusammenarbeit? Ganz viel. Ich will es aber jetzt mit 3 Anekdoten ganz kurz beleuchten. Also das eine, Haus Warnfried, diese große Lösung, das ist eigentlich mein Lieblingsprojekt in der Stadt Bayreuth gewesen in meiner OB-Zeit. Und ich bin heute noch jagt es mir die Gänsehaut über den Rücken, wenn ich da sein darf in Haus Warnfried. Haus Warnfried mit der großen Lösung, diesen gläsernen Erweiterungsbau, gäbe es ohne Hartmut Koschig und seine Durchschlagskraft in Berlin im Deutschen Bundestag nicht. Danke dafür. Sie haben den weiten Weg hier noch kommuniziert. Heute. Heute komme ich von daheim aus einer der schönsten Wahlkreise, die Deutschland zu bieten hat, neben dem Wahlkreis Bayreuth-Forchheim. Nämlich den gelobten Land zwischen Chiemsee und Königssee. Der Wahlkreis heißt Traunstein, der das Vaterland. Ich kann, nachdem, also wenn, das ist der Fall, Franken gerne auch mal woanders zum Urlaub machen, hinfahren, das ist jetzt nichts anderes wie ein Erdbeblock, nur bescheiden darauf hinweisen, dass man das am besten macht, im gelobten Land zwischen Chiemsee und Königssee. Mein Wahlkreis mit dem Batzmann, der höchste gesamtdeutsche Berg, 40 Seen, Hartmut kennt das. Und da komme ich heute früh her und wir reisen seit Mittag das Frankenland. Ja, herzlich willkommen im gelobten Land zwischen Bamberg und Hof. Sehr schön, dass Sie da sind. Ist aber doch eine Ecke, hierher zu kommen. Warum sind Sie hier angekommen? Hartmut hat mich eingeladen, heute Abend bei Ihnen zu sein und ein paar Worte zu Ihnen allen zu sprechen aus dem Anlass, der uns heute zusammengeführt hat. Und bei uns war es immer schon so, bei Hartmut und mir, wenn ich was gerne gehabt hätte vom Hartmut, hat es keine Diskussion gegeben, hat der Hartmut das gemacht. Und umgekehrt, wenn der Hartmut jene Bitte an mich gerichtet hat, wie auch diesmal, ist es für mich selbstverständlich, dieser Bitte nachzukommen.
und deswegen freut es mich, dass ich auch heute hier bin. Vor 8,5 Jahren war es das letzte Mal der Fall, als du halt 50 Jahre alt geworden bist. Da stand ich auch hier und habe zu deinem 50. Geburtstag was gesagt. Heute aus den Gründen deines Ausscheidens aus dem Deutschen Bundestag. Das nächste Mal, uns wird schon wieder was einfallen. Okay, also auf jeden Fall politische Weggefährten in Berlin, aber schon heute, kann man sagen, ihr seid Freunde? Ja, absolut, weil nur Parteifreunde zu sein, das ist zwar die Basis, aber nicht ausreichend, um dauerhaft das politisch und menschlich zu machen, was man als nachhaltig bezeichnen würde. Was hat man alles geleistet? Das hören wir jetzt sicherlich, glaube ich, von Ihnen oder wollen Sie es ein bisschen voranschicken? Gibt es so, gibt's die Anekdote mit Hartmut bestimmt? Da gibt es jede Menge, aber die wollte ich Ihnen dann im Laufe der nächsten Mal eine schöne Lehre bringen. Dann machen wir das so. Bitte Applaus für Dr. Peter Ramsau. Ja, es ist schon angeklungen. Uns verbindet in der Tat ein langer, zunächst politischer, aber auch zutiefst freundschaftlicher Lebensweg. Und der begann im Vorfeld der Bundestagswahl 1990. Und wenn man einen so langen Weg geht miteinander und dies nicht nur auf rein politischem Parkett, sondern auch mit all dem, was menschlich damit verbunden ist. Wenn man die Familie gegenseitig kennt, wenn man sieht, wie die Kinder aufwachsen, wenn man miteinander Festspiele besucht, dann ist es eine Selbstverständlichkeit, dass man an einem Tag wie heute auch hier ist und nicht nur etwas würdigt, sondern das Ganze auch mit einem herzlichen Dankeschön verbindet. Hartmut, wir haben uns das allererste Mal gesehen, also physisch begegnet, glaube ich am 4. September 1990 im Vorfeld der damaligen Bundestagswahl, die am 2. Dezember stattgefunden hat. Du warst ja damals ein nach heutigen Maßstäben revolutionärer Generalsekretär des Bundes der Vertriebenen. Und ich hatte dich damals gebeten gehabt, zu mir in den Wahlkreis nach Traunreuth zu kommen, die als Vertriebenenstadt bekannt war, und um dieses Potenzial so ein bisschen an mich ureingeborenen Chiemgauer zu binden, habe ich gedacht, am besten den Hartmut Koschek, den Generalsekretär, einladen. Viel habe ich damals schon über dich gewusst. Und ich weiß es noch ganz genau, ich bin auf den Bahnsteig gegangen und dann kam einer mit damals schon schütterem Haar, aber es ist gar nicht mehr so viel weniger geworden seitdem. Bei mir ist es ein fortschreitender Prozess, aber bei dir kam der Prozess zum Stehen, da oben. Also praktisch auf deiner leuchtenden Dachterrasse. Aber das hat mich damals schon sehr beeindruckt. Und dann sind wir zusammen mit meinem gelben Scirocco nach Traunreuth gefahren und du hast dort wirklich einen formidablen Eindruck im besten Sinne des Wortes hinterlassen. Jetzt haben wir 3 Minuten und dann müssen wir heute auch schon richtig ausüben und nochmal applaudieren. Aber ich applaudiere und dem Peter Ramsau gönnen wir das Bier. Ansonsten ist es doch mal echt drum im Veranstaltung gesetzt. Aber es wird leider besser mit dem Helmut Marzen, dem Fall der 10. Standort, schon mit der Schürze und offensichtlich bin ich gerade begegnet, ich habe ihn umarmt. Der riecht so gut nach Backschinken, nach Leberkäse, angepatzen, die neue Studenten, wenn wir überwiesen werden, so wieder abgeben und angepatzen. Ist es auch so ein bisschen bei dieser Bier, das ist auch Hartmut Koschek, also hier gibt es nicht Schürz und Kaviar, hier gibt es halt Spezialitäten von hier. Ich halte es da mit dem Franz Josef Strauß, der hat immer gesagt, wir von der CSU sind nicht die Kaviar-Sektetage, wir sind die Bier- und Leberkäse-Stöcke. Sehr schön. Dann machen wir einen tiefen Schluck, alle können es hier haben. Gleich ist es soweit, dass wir geben Sie uns bitte noch 1-2 Minuten. Wir wollen nicht noch 1-2 Minuten noch die Mitte. Nein, er hat, und deshalb ist schön, dass du heute diesen Abschiedsabend moderierst.
Wir haben nämlich mein erstes Interview als Kandidat für den Bundestag in der Landgemeinde durchgeführt und da bin ich gefragt worden, was ich gerne auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Und wenn ich da mal hinfahre, habe ich gesagt, eins brauche ich, ein Bier von Conny Krug. Und das vergisst mir der Conny bis heute. Er hat aber natürlich vorher noch die Familie und die Gudrun gelernt. Ne? Also das hat er jetzt gerade vergessen. Ja, Mensch, guten Abend. Hermann Hübner hat es wunderschön formuliert, was tiefe Spuren hinterlassen. Und man hätte diesen Film ja nochmal viermal so lang machen können. Dieses Bienenvolk, wo wir auch schon bei kulinarischen Gewürzen sind. Du hast ja eine Großfamilie in Berlin gegründet mit Bergenhöhlen für den Grünen. Da bist du auch stolz drauf. Du hast eine Familie gegründet in Berlin. Eine Bienenfamilie. Also, ein Volk. Die Bergenhöhlen. Unter mir im Büro habe ich als Vorsitzender des Umweltausschusses ist mal zu mir gekommen und ich habe mit mir auch viel in Korea gemacht und hat gesagt, du musst mir jetzt helfen. Der Imkerverein Berlin ist auf mich zugekommen und die möchten hier im Bereich des Bundestages zwei Bienenvölker aufstellen, aber lest einmal, was hier aus Sicherheitsgründen die Bundestagsverwaltung ablehnende Dinge geschrieben hat, dass das ganz gefährlich ist, für die Abgeordneten, für die Mitarbeiter und für die Gäste, wenn hier Bienen. Und dann habe ich, hat sie gesagt, und ich sage gesagt, wenn es ehrlich kam, mit Lammert kannst du besser als ich. Und dann habe ich mit dem Bundestagspräsidenten geredet und habe gesagt, das geht doch nicht an, dass wir überall die Menschen motivieren wollen, so wie Gudrun Fischer mich motiviert hat und meine Frau über den Toni Herzig auch uns zwei Bienenvölker anzuschaffen. Der Einzige, als dann die Bienen gekommen sind, der gesagt hat, ich habe es nicht gefragt, das war der Thomas Kronos, mein Mitarbeiter, der hat mir gesagt, und wenn Sie denn da sind, wunderbar, was mit den Bienen passiert, Sie sind denn da nicht gestellt. Aber lieber Herr Kronos, keine Bienen hat sie jemals gestoppt. Stimmt's? Sehr schön, viele Anekdoten, wenn man sich dann auch bei den guten, kalten Braunleser noch die eine oder andere Anekdote austauschen können. Jetzt, wie geht es weiter mit dem Unruhestand, so was der Heilige Sohn, natürlich die Familie, die Kinder, dein Enkel? Mein Enkelsohn, Gurti. Ja, heute haben wir einen Termin gehabt in einer Einrichtung und da hat uns super gefallen, dass in dem Besprechungsraum Kinderspielzeuge und Kinderbücher waren. Da habe ich gleich zu meiner Frau gesagt, schau, zur Zeit unserer Kinder hat es das nicht gegeben. Heute denkt man daran, wenn man irgendwo in einer Behörde ein Gespräch hat, dass man seine Kinder mitbringen kann, habe ich gesagt, also wenn wir das nächste Mal hier sind, können wir uns ein Enkel mitbringen. Sehr schön. Was macht jetzt euer Hund noch? Ich kann mich an diesen Wahlsport erinnern, der bis zu Stefan Rath gekommen ist. Ja. Nicht, dass ich schon wieder ein, zwei, drei, vier habe ich euch schon. Gibt es die Mutter, die Nora? Die Nora gibt es noch, unsere alte Dame, 2006 geboren, ein bisschen krank und schon etwas betagt, aber Kinder sind aus dem Haus, Enkelkind ist in Berlin, was uns zwei bleibt, ist der Hund. Den mal unser Sohn angeschafft hat, aber die Hundin Dame gibt es noch. Und das ist auch sehr schön, meine Mitarbeiter wissen das noch, ich habe damals gesagt, wir müssen was immer dieser Quatsch da. Und wir machen jetzt eine Kinowerbung mit Hund. Hund. Der Christian ist die Stimme von der Lora. Und diesen Sport gab es dann. Und dann habe ich die Mitarbeiter gesagt, wenn der jetzt im Kino kommt, geht ihr hin. Also die Mitarbeiter waren gespalten. Manche haben gesagt, wir haben uns selbst angefangen, dass wir uns nicht mehr gehören. Andere haben gesagt, Hauptsache es wird über Geld. Den haben wir dann bei YouTube hochgeladen. Der hat 35.000 Klicks bekommen. Ich habe es in die Süddeutsche geschafft als Wahlkämpfer des Tages. Bei Stefan Raab war es ein Thema. Der hat zwar das nicht so positiv gesehen, der hat gesagt, kann man so blöd sein. Und den Mut, der sich trainieren kann, für den Wahlkampf einzusetzen. Aber es hat nicht geschafft, es ist nur der Kreppel. Sehr schön, ja. Nora, schönen Gruß. Das Danke ist heute auch noch, ich jetzt weiß auch, was nein, wir machen es jetzt ganz kurz. Aber du musst jetzt nur Helene Fischer, du kennst die Helene Fischer. Ja, ich kenne die Helene Fischer. Und du magst
ich mag sie. Also ich habe sie vorher, muss ich echt sagen, gesanglich nicht gekannt, aber sie ist Kind russlanddeutscher Eltern und in Russland geboren. Mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen, ein Bundestagskollege von mir, der auch russlanddeutscher ist, ist mit ihr entfernt verwandt und dann hat er dann zu mir gesagt, möchtest du mit mir ein Helene Fischer Konzert? Und das habe ich gleich gesagt, weil ich habe gesagt, darf ich gar nicht sagen, dass ich sie noch nie live gehört habe. Also ich wusste, dass Helene Fischer Sängerin ist und ich habe aber keine Titel von ihr gehabt. Und dann sind wir in Berlin in die Oktober-Arena mit meinem Freund und Bundestagskollegen Heinrich Zertig. Und ein paar Worte des Dankes. Ja, ganz toller, toller Film, übrigens, sagen wir Max. Bitte noch mal zu den Max. Toller Film. Also, wir lassen uns drauf ein. Der Max ist gerade frisch gebackener Student an der Hochschule für Design in Münchberg. Und die Sabine Hauer ist einmal zu mir gekommen und hat gesagt: Du, wir haben ganz jemanden, guten Morgen. Der hat gerade Salami gemacht hier in Bayreuth. Und der fotografiert und der macht Filme. Und der fängt mit dem Herbst zu studieren an und der möchte noch ein wenig was lernen, möchte ein wenig Erfahrung sammeln. Dann war er bei mir und hat mir den Imagefilm für sein Gymnasium hier in Bayreuth, den er gemacht hat, gezeigt. Da habe ich gesagt: Sind Sie da so eine Videogruppe und haben da, hat da Lehre gemacht? Dann habe ich ganz anders gemacht. Da habe ich gesagt: Der Buch kann was. Also, vielen Dank, lieber Max. Diesen tollen Film. Wir haben mich übrigens auch drei Tage, meine letzten Tage im Bundestag begleitet. Da ist auch ein schöner Film entstanden, den Sie bei YouTube und auf meiner Website sehen können, mein Bundestag, wo ich persönlich quasi mit ihm vom Bundestag Abschied genommen habe. Also wenn Sie mal in einigen Jahren dann den Oscar für beste Kamera Führung hört dann und der Name Max Görres aus Deutschland fällt, dann halten Sie sich noch mit ihm, dass Sie sagen, wir geben den Kennfeiertag her. Jetzt möchte ich wirklich sagen, meine drei Kreisvorsitzenden, ihr lieber Gudrun, ihr lieber Michael Hohl, ihr lieber Michael Hoffmann, dass ihr heute diese nette Gruppe von Freunden und Wegbegleitern eingeladen hat, um jetzt endgültig Abschied zu sagen nach langer Zeit im Bundestag. In anderen Dingen drohe ich euch einfach, bleibe ich euch erhalten. Aber in der Nacht der Bundestagswahl, liebe Silke, habe ich dir das Schild Bundeswahlkreis Bayreuth-Forchheim formell übergeben und wünsche dir wirklich auch noch einmal heute alles Gute, mach's gut. Und du bist in einer ähnlichen Situation, von Hof nach Bayreuth, ich damals von Feuchern nach Bayreuth gekommen, und als ich das erste Mal hier kandidiert habe, 94, hat heute noch mein Freund, der Christoph Rabenstein, war damals mein Gegenkandidat von der SPD, gesagt: Ein armes Zeugnis für die CSU in Bayreuth, das ein Feuchheimer brauchen, weil es kein Amt für den Bundestag. Und da habe ich den alten Oberbürgermeister in der Stadt getroffen. Und dann hat er gesagt: Sie, ich habe das doch gelesen von der SPD. Also ich sage Ihnen eins, wenn die das noch einmal sagen, dann sonst, wenn aus der Würzburger Wild und aus der Profe Rons gute Barriere Oberbürgermeister geworden sind, dann wird aus der Feuchheit der Koschka auch eine gute Ende. Dann habe ich das einmal öffentlich gesagt und die SPD hat das Thema angestellt. Ich möchte euch danken als den Kreisvorsitzenden, denn das ist so. Ich hätte meine Arbeit als Abgeordneter nie beginnen und nie so lange erfolgen.
mit den drei Kreisverbänden, mit den Ortsverbänden, mit den vier ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Denn nur wenn man in seiner Partei verwurzelt ist und seine Partei ihm auch immer wieder das Vertrauen gibt, dann kriegt man auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Heute machen wir es uns manchmal leicht und sagen so, ja, die Parteien sind nicht so wichtig. Ich sage, in einer Demokratie, und so heißt es auch in unserem Grundgesetz, bringen die Parteien die Willensbildung der Bürger zum Ausdruck. Und ich habe immer Respekt, wenn Bürger sich in einer Partei engagieren und zu einer Partei bekennen, nicht an den Rändern, in der politischen Mitte. Und deshalb habe ich immer noch großen Wert darauf gelegt, über Parteigrenzen hinweg gut zusammenzuarbeiten. Aber ich habe immer gewusst, wo ich herkomme und wer mich geprägt. Und deshalb danke meiner CSU für die Zeit, in der ich hier in diesem Wahlkreis getragen habe. Dass in der Politik auch Freundschaft zählt. Und wir haben, so wie du es geschildert hast, unseren politischen Weg zusammen begonnen. Du damals als Direktkandidat im zweitschönsten Wahlkreis der Welt. Er hat einen tollen Slogan geschaffen, den hat er sich sogar markenrechtlich schützen lassen. Die Landschaft ist ein Geschenk des Himmels. Alles andere ist harte Arbeit. Das hat er mal als Wahlslogan. Habe ich es richtig zitiert? Praktisch richtig. Ja. Praktisch richtig. Und lieber Peter, auch mir herzlichen Dank. Du hast mich immer, als ich in den Bundestag gekommen bin, bestärkt, dass ich meine Wurzeln nicht verrate. Du hast immer gesagt, ich bin über 500 Jahre in Ramshaus im Kirchgau zu Hause. Aber steh zu den Wurzeln deiner Eltern, das ist ganz wichtig. Verbiet dich nicht, auch wenn du manchmal angegriffen wirst. Du bist ein geborener Franke, aber vergiss deine schlesischen Wurzeln nicht. Das hat mich immer imponiert, dass du mir das als Altbayer, wenn ich das so sage, auf einem Stammbuch geschrieben hast. Du hast mich immer gefördert, hast mich immer unterstützt. Wir zwei haben erlebt, wie es in der Politik bergauf geht. Wir haben auch erlebt, alle zwei aus den gleichen Ursachen, dass es auch wieder nach unten geht. Aber uns hat es nicht gebrochen. Und insofern, schön, dass du heute da bist mit deiner lieben Frau Susi. Herzlichen Dank. Ich habe auch für euch ein kleines Geschenk. Susi, soll ich euch helfen? Das Geschenk für Peter und die Susi? Ja. Also Peter, hier ist nämlich der größte altbayerische Freund fränkischen Brotes und fränkischer Bratwürste. Jetzt hängt er mit zusammen, dass seine liebe Frau eigentlich aus Nürnberg ist. Aus Nürnberg, an der Fränke. Und lieber Peter, da ist Brot, Bratwürste mit Silvana. Das ist die Wegzehrung hin und zurück. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, da geht's uns. Schön, dass du heute da bist. Und es ist so schön, der kriegt jedes Jahr von mir zu Weihnachten fränkisches Brot, Wein und Bratwürste. Und dann ruft er immer am zweiten Feiertag an und sagt, ah, war die Bratwürste, der Brot. Und das sagt er mir so inbrüstig, dass ich schon weiß, nächstes Jahr müssen alle. Vielen Dank und für die Süße haben wir einen Wunderstrauß. Und als nächstes möchte ich jetzt mal alle meine Mitarbeiter ohne gute, treue, verlässliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann man als Politiker nicht das leisten, was man leisten muss. Und deshalb danke ich euch ganz herzlich. Und das sage ich auch ganz ehrlich, meine Damen und Herren, ich war kein leichter Chef. Ja, ich war kein leichter Chef. Aber dass auch ich mit allen meinen Mitarbeitern, auch den ehemaligen, bis heute ein gutes Verhältnis habe, auch wenn es manchmal gerumpelt hat im Karton, und wir auch keine leichten Zeiten haben. Ich war gar nicht vorgeschossen. Aber dass ich mit allen, auch wenn es einmal gekracht hat, heute sagen kann, wir sind gut verbunden. Einige können heute nicht da sein. Die Frau Lofus aus Berlin, die viele kennen. Der Olli Jung, ja, also aus dem Kursch-Mitarbeiter, kann man auch Oberbürgermeister von Gossa werden. Ja, also, Orientierung, der hat den Benchmark gesetzt.
zum heutigen